Ich weiß, das hier ist ein Werder Bremen-Kanal und hier sollte es vor allem um Werder Bremen gehen. Das ist ja auch Fakt so, aber die Zeiten sind so geartet, dass ich nicht umhin kann, euch auf etwas anderes so nebenbei aufmerksam zu machen, nämlich die Gefahren, die von Corona drohen. Ich weiß, das habe ich auch schon mal gemacht und selbst auf die Gefahren, dass ich es nerve, ich mache es lieber einmal öfter als einmal zu wenig. Corona ist nicht zu verachten. Es ist ein hochgradig gefährlicher Virus, weil er eben unberechenbar ist. In Bayern ist es so, dass inzwischen der zweite Landkreis den Lockdown verhängt hat. Das ist der Roddach-Inn-Kreis. Weitere Lockdowns sind nicht ausgeschlossen. In Delmenhorst ist es so, dass der Schulbetrieb nach den Herbstferien zwar begonnen hat, aber mit halbierten Klassen. Das heißt also eine Woche die eine Hälfte der Klasse und die andere eine Woche die andere Hälfte. In Bremen auch sind die Zahlen immer höher und höher. Das ist aber bundesweit so. In Delmenhorst, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf, aber in Delmenhorst ist es so, dass die Zahlen inzwischen über 240 sind. In Bremen sind sie, glaube ich, 100, 136 und zwar mit einem Anstieg, der so hoch ist wie noch nie. Wir müssen wirklich gemeinsam alles dafür tun, dass die Zahlen wieder zurückgehen. Ansonsten ist ein neuer Lockdown kein Tabuthema mehr. Wir müssen alles dafür tun, dass Corona, die Zahlen von Corona, dass die zurückgehen, denn einen neuen Lockdown würde die deutsche Wirtschaft nicht mehr verkraften. Und euch kann ich nur sagen, beachtet die Regeln, tragt Maske, vermeidet weiterhin alles an großen Massenansammlungen. Und alles irgendwie an Partys und so weiter, alles, was nicht nötig ist, wirklich vermeiden. Bleibt möglichst zu Hause und passt darauf auf, dass ihr die Regeln beachtet, denn nur so können wir diesen verdammt gefährlichen Virus eindämmen. Es wird noch länger genug dauern. Die Hoffnung besteht für mich darin, dass BioNTech derzeit sehr weit vorne ist bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Der ist ja im Zulassungsprozess. Ich rechne damit, dass es noch bis Mitte nächsten Jahres dauert, bis der Impfstoff wirkt. Aber ich habe die Hoffnung, dass der Großteil der Menschheit, dass die so vernünftig ist, dass man wirklich sich daran hält, um Corona einzudämmen. Ich hoffe sehr, dass ihr euch alle darauf besinnt, keine Corona-Partys und sonstige Partys feiern, denn das ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür. Wir müssen alles dran setzen, um Corona einzudämmen. Und dazu ist das Tragen der Maske unabdingbar. Also Leute, passt auf euch auf und bleibt gesund.